Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo im März. Tatsächlich war mein letztes Infovideo schon eine Weile her, weil ich zur Weihnachtszeit und mit den vorherigen Projekten durchaus kreativ war. Daher gibt es erst jetzt ein neues Video hierzu, wo ich euch kurz Auskunft geben kann, was als Projekte kommen werden und noch ein paar andere Themen. Mega Man 11 und Luigi's Stardust Adventure neigen sich langsam dem Ende zu. Die beiden Projekte haben auch schon einen Nachfolger. Nach Mega Man 11 kommen gleich zwei neue Projekte. Einmal ein komplett untergegangenes Spiel, Swordmaster auf dem NES. Das war auch relativ schnell aufgenommen gewesen und es macht auch Spaß. Und einmal eine Neuaufnahme zu Castlevania Bloodlines auf dem Sega Mega Drive bzw. Genesis, wo ich mich diesmal dazu entschied, es mit beiden Charakteren durchzuspielen. Sobald Luigi's Stardust Adventure endet, folgt mit The Legend of Zelda All Hallows Eve ein brandneuer Zelda-Hack, den ich tatsächlich zum ersten Mal spielte und dachte, ich muss das unbedingt mit auf meinen Kanal nehmen. Es sah wirklich verdammt gut aus, es war auch absolut einständig und es hatte einige tolle Easter Eggs. Mehr dazu werdet ihr im Let's Play sehen. Ich weiß nicht, ob ich das mal ansprechen sollte, aber ich tue es einfach mal, weil mir schon seit Jahren etwas auffällt und jetzt weiß ich auch, dass ich tatsächlich nicht der Einzige bin, dem das passiert. Es werden tatsächlich Aufrufe zu Videos geklaut und ich dachte erst, es handelt sich um einen Fehler bei YouTube, aber es konnten tatsächlich mehrere Faktoren im Spiel sein, was ich aber nicht nachweisen kann. In letzter Zeit schien das wirklich überhand genommen zu haben. Es ist das jetzt oft bei Luigi's Stardust Adventure passiert, mehrfach und das am selben Tag ganze zweimal, ja sogar einige Tage rückblickend. Auch wenn ich die Views tatsächlich nicht so wichtig empfinde, fällt das in letzter Zeit doch unangenehm auf. Denn wenn schon meine Kollegen davon berichten, wo auch ich und wieder mal reinschaue, sobald ich Zeit und Luft habe, dann ist da definitiv was dran. Man hat sogar schon Kommentare als auch Likes verschluckt. Hin und wieder ist es mal so, dass ich dennoch zu Release meine Videos mal kurz reinschnalle, eher kontrollemäßig, weil mir unter anderem die Misere mit dem einen Mega Man 7 Part passiert war und ich aber schnell Wind bekam. Zum Glück hatte ich das Video auf Reserve gehabt, was sonst bitter gewesen wäre. Auch schaue ich nur rein, ob nach meiner Bearbeitung sowohl Kommentarstimme als auch Ingame-Ton da ist. Aber so viel dazu. Letzter Punkt, den ich nochmal anspreche, weil es auch dazu passt, ist meine Einstellung zu Blind Let's Plays. In meiner Vergangenheit war halt sehr viel schiefgelaufen. Ich hatte mich auch sehr an andere gerichtet, aber wie ihr nun sehen konntet, läuft es seit meiner Umstrukturierung wirklich gut, dass ich zumindest einen Plan meiner Let's Play-Projekte konsequent abarbeiten konnte. Und das waren die Mega Man Classic-Teile und zum Teil die X-Teile. X7 und X8 werden natürlich auch noch bei Zeiten kommen, aber momentan brauche ich tatsächlich eine Mega Man-Pause, weswegen ich erstmal anderen Content mache. Alte Let's Plays neu machen, paar neuere hinzufügen und natürlich so Let's Shows, wenn mir was einfällt. Mit dem Zelda-Hack folgt aber tatsächlich, wie schon gesagt, ein Blind-Let's Play, aber auf einem Niveau, was ich ertragen konnte. Genauso ist es auch mit den Mario-Games, weil man da wesentlich schneller Fortschritte machen kann, als in einem Rätselspiel oder ellenlange RPG-Projekte. Tatsächlich hat mir auch Castlevania Isle of Sorrow als First Playthrough auf dem Kanal sehr viel Spaß gemacht, weil es größtenteils einfach nicht so frustrierend war wie gewisse andere Sachen. Heute würde ich mich auch für so viel Besseres entscheiden, tatsächlich. Deswegen mache ich auch keine Großprojekte, die ich so gar nicht kenne. Sei es zum Beispiel Final Fantasy Spiele und die kenne ich privat um einen gewissen Grad oder irgendein anderes Spiel der Art. Wenn ich mir aber Blind Let's Plays anschaue, dann liegt da ein anderer Schuh. Außerdem handelt es sich um ein Lieblingsgame von mir, was dann auch selbstverständlich schwerer nachvollziehbar ist, irgendwie in den Kommentaren nichts rauszuhauen oder in dem Chat.
was man als Tipp geben kann, ohne dass es irgendwie spoilert. Ich nenne jetzt aber bewusst kein Spiel, bevor sich jemand da auf den Schlips getreten fühlt, und darauf bin ich tatsächlich nicht aus. Ich hoffe, ich konnte euch diesen Punkt nun begreiflicher machen, dass ich eine eher zwiespältige Erfahrung und Einstellung zu Blind Let's Plays habe. Es kommt halt einfach auf das Game an, würde ich meinen. Hin und wieder anschauen ja, aber großteils selber spielen nein. Aber eins kann ich euch versichern, dass ich mich auf jeden Fall an größere Projekte heranwagen werde demnächst. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber nächstes Jahr ganz bestimmt. Allerdings werde ich mir auch das Recht vorbehalten, das Projekt jederzeit zu pausieren oder gar abzubrechen. Aber gut, das war's auch schon von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei den Let's Play Projekten. Ciao, ciao.